Kann ich was würde ich also. Das ist doch jetzt nicht. Das ist doch nicht. Das, kann ich mir. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge der Hello Neighbor 4 Alpha. Wir können nun endlich dieses Secret hier öffnen. Seid ihr bereit? Wow, 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 wow! Fuck mal, meine Bröcke liegen darum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck! Oh nein. Wisst ihr, was wir nicht dabei haben? Eine Taschenlampe. Was ist hier denn los? Oh, wow! Boah, ich bin gerade völlig baff, ne? Ich hätte nicht mit sowas gerechnet. Um Himmels Willen, Resident Evil Feeling is upcoming here. Was waren das für eklige Schlabberviecher? Das waren nur Augen in der Wand, die Ey, ich habe keine Taschenlampe. Ich habe also generell keine Items hier. Kann ich hier durchgucken? Etwas? Was ist hier? Oh nein. Tür, die aufgeht. Okay. Okay, es scheint auf jeden Fall ein Zusatzlevel zu sein, aus dem man auch einfach wieder austreten kann. Sehr cool, sehr cool. Vielleicht um eine Taschenlampe zu holen? Nee, hier ist es hell. Ja, ich habe euch gehört. Ihr wollt irgendwie Lemon. Das ist so ein edles Secret Mofog Level. Ba-ba-ba! Shit, ich brauche den Schirm. Nee! Gut, 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 gut. Gut, ja gut. Ja gut, hab ich gesagt. Kann ich die umschmeißen, dass sie vielleicht da so dran liegt? Oder muss ich hier hoch auf diese Saftpackung? Ich kann riesige Tassen nehmen. What? Okay, wenn ich sie hier hinstelle und sie möglichst gut benutze. Also da oben ist das Exit und da kommen ständig Sachen gefallen. Wird schon reichen, wenn das hier steht. Dann kannst du nicht umkippen. Doch, kann, okay. Vielleicht wird es dadurch stabilisiert? Ach komm, jetzt fällt die in die Richtung um. Hit it! Ja. Oh yeah. Oh yeah. Das ist eine Riesentaschenlampe. Nee, das sind Binoculars. Jetzt brauche ich hier oben auch noch was. Kann ich... Fuck, ich habe sie aufgehoben, während ich drauf stand. Voll bescheuert. Ein bisschen sichtbehindernd hier. Aber es hält sich in Grenzen. Das ist scheiße, Mann. Ich musste da was mit hochnehmen, aber ich sehe kaum was. Ich komme da nicht hoch, ne? Ich habe jetzt hier bestimmt 30 Mal habe ich versucht, da hoch. Na also. Okay, jetzt darf das Ding ja nicht runterfliegen, ne? Sondern nur... Das war fast cool. Ja! Das scheint doch optimal zu sein. Nee, ist es nicht! Das könnte gerade so klappen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, fuck, nein! Oh, ich bin nicht gestorben. Alles klar. Ah, wisst ihr was? Ich lasse es gegen mich lehnen. Geht das vielleicht? Nein. Aber wenn ich weggehe, fällt es um, oder? Nicht. Sehr gut. Oh, hervorragend, hervorragend! Oh, ein Riesenhammer. Kann ich nicht mitnehmen. Schade, okay. Holla, die Waldfee. Heidenei, Mann. Da oben ist das Exit. Aber ich will kurz noch gucken, was es hier gibt. Gar nichts. Wow. Komm, wir gehen direkt hoch. Jetzt will ich wissen, was hier abgeht. Exit. Alles klar. Ich dachte, wir würden jetzt direkt irgendwo hin teleportiert werden, aber dem ist gar nicht so. Wir müssen noch höher gehen, okay. Dann gehen wir einfach hier über dieses Ding. Ist es echt geplant, dass man hier drauf steht? Nein! Wow! Wow, 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 wow! Was? Ah, das war ein Toaster! Ich dachte eben, wir werden jetzt... Hätten jetzt die Arschkarte gezogen. Es war einfach ein Toaster, der uns hier hochgeschossen hat. Das wirkt nicht sehr stabil. Jetzt ist die Frage, wo geht das hin? Ha! Ja! Aber das bringt mir gar nichts hier oben. Von hier sehe ich, es ist ein Toaster. Klar, was soll es auch anderes sein? Mann, bin ich bescheuert, ey. Ich hoffe einfach drauf, dass ich hier drüben irgendwas machen kann. Dass ich hier irgendwie irgendwo rumreisen kann. Oh, fucking shit. So, hinein mit uns. Okay. Boom! Oh fuck, wir müssen ins Obere. Aber warte. Es gibt noch mehr. Oh, da haben wir einen Switch. Guck mal, den haben wir vorhin gar nicht gesehen. Ich muss eigentlich nur hier drüben langlaufen. Beziehungsweise... Ja doch, eigentlich kann ich hier drüben rein? Nein, kann ich nicht. Oh mein Gott. Also, ich will auf jeden Fall diesen Schalter erreichen. So, den kriegen wir ganz locker. Den haben wir... Okay. Der funktioniert, der... Ah! Boah, was war das? Was war... Verarscht mich gerade! Ey, was war das denn jetzt? Was ist da gerade passiert da oben überhaupt? Dieses Metallding ist weggeklappt. Was hilft uns das jetzt? Ah, knallen wir durch den Toaster da dran? Können wir dadurch vielleicht, keine Ahnung, ich lass mich jetzt einmal hochschießen und guck einfach, wohin ich jetzt fliege. Vielleicht fliege ich jetzt einfach ganz in... Okay. Ja, doch, es war einfach im Weg. Es war einfach im Weg. Jawohl! Das heißt, wir können jetzt hier scheinbar einfach hochspringen. Ja, komplett. Easy peasy lemon squeezy. Oh, da hinten liegen Messer. Und hier sind Pfeile, Dartpfeile. Gott, hier bricht doch gleich alles zusammen. Ja, guckt da irgendwas rein? Das sieht echt eklig aus. Oh, okay, mit denen muss ich fliegen, oder was? Nein! Oh, fuck, ich bin in den unteren Teil vom Toaster gefallen.
Ah, das war irgendwie klar, dass das nicht so viel bringt. Oh, schön ins obere rein. Ja. Peng. Was? Wo bin ich denn jetzt? Oh, nein, 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 nein. Okay, alles gut, alles gut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um hier wieder zu stehen. Unten ist alles zusammengebrochen, meine scheiß Tassen sind umgefallen, alles ist verfickt. Ich habe jetzt fast 10 Minuten gebraucht nach diesem Sturz, um hier wieder... Ich bin vorhin hochgesprungen und auf der Hälfte des Weges kommt so ein Flieger und haut mich einfach um. Das Spiel macht mich gerade richtig fertig hier. Komm jetzt da drauf! Alter, verarsch mich jetzt nicht. Du kommst auf diesen scheiß Beutel. Wollt ihr mich gerade verarschen, dass ich hier nicht drauf komme? Der Sprung ist doch nicht unmöglich, Mann! Kann ich vielleicht jetzt hier hinten rum oder so? Oh mein Gott, sag bloß, ich bin jetzt gefangen. Nein! Okay, fuck, Mann, ey. Guckt euch das an, warte mal, ich zeig's euch. Guck mal, unsere Tassen, die hier drunter sind, da ist einfach diese Vase zerbrochen, die mir es dann irgendwann leichter gemacht hat, hochzugehen, aber die Tassen, die hier drauf stand, unsere wichtigste Tasse, die wurde von so einem scheiß Flieger umgeboxt. Ich muss irgendwas mitnehmen, glaube ich. Sonst komme ich hier nicht weiter. Kann ich mir... Ich wollte gerade sagen, kann ich mir vielleicht so eine Pike rausziehen aus dem Teil? Bitte. Ja, ich kann sie rausziehen. Kann ich hier auch so geil schmeißen? Okay, cool. So, das sollte reichen. Naja, wenn ich das hier dann rausziehe. So. Nein. Kann ich hier irgendwo stehen? Ich mache mir ja vorsichtshalber mal so ein Pfeilchen hin. Ich glaube, das geht. Ich glaube, ich brauche die blöden Flugzeuge nicht. Ich muss ja auf meinen... Auf meinen kleinen Penüpel hier gehen, um hier drauf zu kommen. Ich schmeiße jetzt einfach hier noch einen hin. Ich nehme diesen Penüpel mit, weil ich denke, wenn ich mir... Jawohl. Ja! Oh Gott! Wenn ich mir nämlich hier einfach irgendwelche Wege hochbasteln kann, ist es doch optimal. Das ist doch optimuppel. Und ich kann dem scheiß Kind eins ins Auge schmeißen. Ah, ich bin so hoch. Ist das überhaupt ein Kind? What the fuck, dude? Wow! Jetzt bloß nichts falsch machen, ey. Ich habe theoretisch meinen Weg schon versaut. What? Ah ja, sag bloß, ich kann direkt... Wie ich sofort... sinnvoll... gedacht hab. Mit Dachpapp. Come on, dude. What are you doing, dude? Come on, come on. Gut. Komm runter, andersrum. Un, deux. What? Deux. Trois. Kartons. Sick. Sweet. Süß. What? Ich kann nämlich Französisch, wahrscheinlich. Ja, ja, wie er sich hochbackt auf einmal. Ja! Okay. Oh. Wo ist diese Figur hin? Die ist da unten. Ich erkenne da oben gar nicht. Es ist so scheiße dunkel. Muss ich mich hier... Das ist ein Karton. Kann ich hier irgendwie hier hinten durch? Ah, geht es... Oder hier hoch vielleicht? Ah, guck mal, man kann auch so rumgehen. Das ist hier easy peasy lemon squeezy die... Zipfel! Ich sehe so scheiße wenig, es ist unglaublich. Ich sehe hier hinten, ist für mich einfach schwarz, ich sehe nichts. Aber vielleicht... Oh mein Gott. Ich bin gerade echt überfragt und das Level ist so scheiße dunkel. Jetzt stell dich nicht so an! Er hat's doch eben gemacht! Okay, cool bleiben. Ja. Was soll man hier machen? Ich sehe auch nicht, was da oben ist. Da liegt noch ein Ball und da ist eine Box. Und hier ist gar nichts. Und da vorne ist einfach... Kann ich die irgendwie auswechseln vielleicht? Da liegt eine Taschenlampe. Man kommt da gar nicht hin, oder? Ich habe echt keinen Plan. Vielleicht kann ich mich irgendwie an der... Aber so weit kann ich nicht springen. Wisst ihr, dass ich an diese Glühbirne komme? Oder an diesen Hebel? Wie weit kann ich nochmal springen? Nee, das schaffe ich nie im Leben. What? Was? Nee. Das ist doch jetzt nicht... Das kann doch nicht im Ernst... Ich keule hier einen ab... Und sucht diese verschissenen Wege. Und dann ist es einfach so... Exit. Okay. What happens next? Wir haben es geschafft! Wir haben die verschissene rote Tür besiegt. Zu. Sofort zu. Dank mal. Hey. Komm da weg. Da bleibt sie eben offen. Scheißegal. Ich lasse die Schüssel hier liegen. Das war eine anstrengende Geschichte. Leck mich am Arsch. Heidenei. Ich habe jetzt 40 Minuten aufgenommen. 40 Minuten für diese wahrscheinlich sehr kurze Aufnahme. Weil ich ultra viele Fails drin hatte. So unglaublich, aber so scheiß Fails, ne? Man stürzt ab und regt sich auf. Leute, nächstes Mal zeige ich euch das Ende des Neighbors. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mary Poppins. Ah, Mary Poppins, are ye? I pop your shit up. Oh my god. What the fuck?